So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Great Perhaps und wir haben das letzte Mal Probleme gehabt, zu wissen, was denn irgendwo wo rein muss und pipapo, aber jetzt schauen wir mal. Probleme vielleicht, wie immer. Ich denke, wir werden es rausfinden, weil sicherlich haben wir irgendwas mit, musst du mal drauf achten, Flo, vielleicht finden wir noch was, irgendwo was blinkt. Weil hier war ja nichts. Blinke, blinke, genau. So, also bis jetzt, also die Trümmer, die von oben runterkommen, die verursachen blinke, blinke im Kopf. Das wissen wir mittlerweile. Das wissen wir ja. Hier blinkt nichts, ne? Ich sehe nichts. Da blinkt nichts, ne? Oh, jetzt ein Hotdog. So richtig schön. Mhm. So, was müssen wir als ins Lazarett, ne? Ah, die Tür, ja. Ja, da der Typ noch. Genau. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, aber das ist jetzt eine riesen Batterie, da werde ich wahrscheinlich. The battery is dead. Needs recharging. Ach, jetzt. Ah, okay. Ah, ja, jetzt erschließt es sich mir. Naja. Ja. Also das heißt, mit dem Wägelchen da rein, die Batterie hinten zu dem anderen laden, dann hinter dem aufladen. Oh Gott. Leckfett, ey. Einmal die Hafenrundfahrt, die große Tour bitte. Kommt sofort. Oh. So ungefähr weiß ich schon, wo es runterkommt, aber nicht wann. Das ist halt die Frage. Ne? So, jetzt ist die Frage, ob du da in den Turm reingehst, um oben rumzufahren, weil oben wirst du bestimmt nicht von den Dingern getroffen, weil die ja quasi auf den Boden fallen. Ne? Dann musst du vielleicht da unten halt so ein Stückchen wieder nach vorne, aber hier oben ist ja im Prinzip safe. Ne? Dies ist der fehlende Arm, also muss ich da den Arm ja auch noch holen. Der Arm, den der da sagt, das ist glaube ich ein standard geskripteter Satz, weil der Arm, den haben wir schon angebracht. Das ist dieser... du hast recht, ne? Das ist der Arm, der da oben lag und da hat es vorhin bloß nicht gesagt. Ja, das mag sein. Und so erschließt sich alles. Ja, okay. Ha. Geil. Bling, bling, bling. Sehr schön. Sehr schön. So schnell kann Batterien laden gehen, ne? Ihr Automobilhersteller. So. Kurz 5 Sekunden warten und zack, 100%. Ah ja, jetzt geht wieder oben rum, ne? Ja. Genau, ja. Und dann ganz mal so, Platz von Batterie. So, jetzt wird es Zeit, dass wir hier wegkommen, weil ich kann die Musik nicht mehr hören. Ich habe auch gerade gedacht, so dumm, 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 dumm. Ja, ja. Das war auch Papa. Jetzt wollen sie es aber wissen, oder? Jetzt ja, aber echt, ey. Jetzt wollen sie mich auf den letzten Meter wollen sie mich noch kriegen. Begatten. Yay, okay. Ja, jetzt schaut's doch schon mal rund aus. Yeah. Yeah. Mech Warrior. Genau. Terminator. Are you admiring such primitive technology? I wonder, how did I end up here with you? Das ist nicht primitiv. Das gehört so. Ich bin der T-Fitz-Haufen. Ja, yeah. Yeah, so gehört sich das. Wenn man einen Hammer hat, dann ist jedes Problem ein Stein. Ja, so. Was wollen uns eigentlich diese, ich meine, Down, Johnny, Don't Forget City. Was will uns das eigentlich noch so sagen? Die wussten vielleicht, Johnny, komm runter, wir brauchen dich.
geht er wieder in die Maschine. Ich war doch bei der Leiter gestanden. Das gibt's nicht echt. Boah. Die Maschine will auch mit hoch. Besser. Oh. Hm. Ist okay. Das nicht eine Wohltat, wenn eine blöde Hintergrundmusik aufhört zu spielen? Oh, schön im Wald, Vögel zwitschern oder auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, so schön schaut der Wald aber auch nicht aus. Doch. Tatsache, man hört Grillen. Die zirpen grillen. Hm. Riechst du den Duft, die zirpen grillen. So. So. Oh. So schön. So schön. So schön. Schön war die Zeit. Oh. Well, we're almost there. Oh, ich gehe lieber in der Vergangenheit spazieren. Interessant ist, dass man hier keine Grillen hört. Ja, hat sich's ausgegrillt. Wait, there is a living being under this wreckage. Oh. It's big and dangerous. Oh. Groß und gefährlich. Mm. That's what she said. Tja, da müssen wir wahrscheinlich wieder die Zeit wechseln dann, ne? Oder ich gehe halt. Kann ich wahrscheinlich gar nicht durch, oder? Oder kann ich in der Zukunft. Hm, okay, läuft einfach. Okay. Also in der Vergangenheit. This is the light from a tower at the village. What was that? Oh! The time in the past. Ah, das war's ja wieder. Wenn ich da. Ja. Also, hat er jetzt selber die Zeit gewechselt? Irgendwie, ja. Das heißt aber, ich komme da nicht durch, ne? In der Vergangenheit, weil ja. Ich kann da nicht einfach so durchrennen. Aber woran bist du jetzt gerade gestorben? Soll ich es nochmal probieren? Versuch nochmal. Also einfach durchrennen. Weil eigentlich dürfte ich jetzt hier nicht sterben. What was that? This is the light from the tower. But I'm in the past. Is this some kind of Ah, eine Zeitanomalie. Okay, das ist in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Okay, deswegen. Also muss ich in der Zukunft durch? Oder was? Okay, es existiert auch in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit. Hm. Okay, jetzt wollen wir versuchen, irgendwie einen Standort zu finden, wo es nicht raus. Ja, toll. Ja. Woher willst du es wissen, ja. Vorhin, also als du gerade eben durchgerannt bist, war dann am Boden so eine rote Lache und da bist du dann gestorben. Also ich könnte vielleicht bis dorthin, dass ich vielleicht bis dorthin renne, ne? This is the light from the tower at the military base. It's better to avoid it. Oh, what was that? Ein rotes Licht von der Militärbasis. Dann versuch, die Zeiten zu wechseln. Dass immer wenn du das rote Licht bekommst, dass du die Zeit wechselst. Ah, und wenn ich praktisch in der Gegenwart bin, muss ich bloß aufpassen, dass mich dann, wenn mich das rote Licht ja nicht erwischt, weil ich wechsle, dass mich der Wurm nicht erwischt. Genau. This is the light from a tower at the military base. It's better to avoid it. Also wechseln. Genau. Aber jetzt ist halt. Ach, dann muss ich immer ständig hin und her wechseln. Eventuell. Ja. Aber das ist halt da echt extrem schwierig. This is the light from a tower at the military base. It's better to avoid it. Ach, sobald ich wechsle, kommt es direkt auf mich, ne? Das heißt, wenn ich in die Gegenwart wechsle, muss ich sofort wieder in die Vergangenheit. Bloß, dass ich einmal das Licht weg habe. This is the light from a tower at the military base. It's better to avoid it. Wechsel halt! What was that? But I'm in the past. Is this some kind of time anomaly? Jetzt ist weg, ne? Ja. Ja, sehr gut. Oh. Puh. Jetzt steht da so ein Typ. Ja, die würden mich wahrscheinlich schon festnehmen, wenn ich. Ich
gehe schwer davon aus. Okay, there's another anomaly ahead. How do we get past it? The analysis revealed that the same soldier exists in both times. If you take him out of the anomaly zone in the past, then maybe he will disappear in the present. Let's try. Okay. Ja. Da muss ich jetzt wahrscheinlich das Ding... Das ist eine schwere MG, genau. Ah ja. Ah, jetzt rennt er schon, okay. Ah, sehr gut. So, jetzt müsste er eigentlich weg sein, ne? Rein theoretisch. Eigentlich? Genau. Jetzt ist er weg, ja, sehr gut. Mal kurz gucken, was hier noch so kommt. Ah, jetzt steht er da hinten, okay. Hier ist ein Wecker. Hä, wieso hat wem? You died. Hä? Wenn ich in die wenn ich in die Vergangenheit schaue, kann man mich doch nicht töten. Schon ein bisschen komisch. Na gut, dann gehen wir erstmal hier in das Gebäude rein. Ein Schlüssel. Oh, und eine putzige Schabe. Das wäre jetzt schön, wenn die künstliche Intelligenz mir sagt, was ich da gerade genommen habe. Be careful. Soll ich da? The repair support system is unstable. Okay. Oha. Okay, jetzt sind die da weg, ne? Jetzt waren die da weg. Ah ja, ah, nee. Okay, da steht's. Nee, sie sind immer noch da. Oh, da musst du einfach wieder... Aber ich brauche den Wecker. Ja, den habe ich jetzt hier, genau. Den Wecker muss ich wahrscheinlich irgendwo platzieren, damit es klingelt und die weggehen. Aber ich gehe jetzt mal da oben rauf, solange ich das kann. Unten sind jetzt die zwei. Jetzt, wenn ich die Zeit wechsle, kann ich auch nicht weitergehen. Okay. Aber die Tür blinkt. Die Tür blinkt, ja. Gehen wir mal rein. Oh, da schlafen alle. Ah, da unten der Wecker. Ah, da muss ich den Wecker hinstellen. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt wechseln. Wobei der Typ unten auch schläft. Oh, ich kann nicht wechseln. Kommst du runter? Ich kann nicht wechseln, das heißt, ich muss ganz sanft vorbeigehen, ne? Nee, wechseln kann ich. Ah, deswegen. Nicht. Deswegen kannst du nicht wechseln, ja, weil das Gebäude kaputt ist. Oh, la 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 la. Ja, und jetzt wird es wahrscheinlich. Genau, ich will wieder hochgehen. Dass die nicht sehen. Also quasi. Ah ja, jetzt wird's. Okay. Damn you! Who brought this alarm clock here? Corporal? Why are you sleeping on duty? Get outside! 10 laps of jogging! No! 12! What are you looking at? Your whole squad will run naked! Now quickly! Run to the HR and back! 1, 2, 1, 2!
Okay, ja, okay, und damit sollte der Weg frei sein, wa? Wenn die ganze Truppe da jetzt FKK-Joggen betreibt. Ich denke, ich kann da ja nichts mehr mitnehmen. Ich muss da nichts mehr holen, oder? Ja. Das heißt, ich muss jetzt wechseln. Muss da runter und dann kann ich weiter rechts gehen. Oh, das schaut nichts anderes. Mhm. Oh, da steht aber eine Wache. Na, ich gehe jetzt mal weiter. Ja. They remind me of the creature that followed us before. The chemical composition is very similar. Mhm. Ja, ich muss an den Wachen vorbei, ja. Die Tür blinkt. We're here. The black box is in this building. So, let's save this world, shall we? That's the spirit. The anomalies are becoming more complex. Bad sign. Tja, aber ob die Blackbox da ist und ob wir die Welt retten, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, bis dann. Come down, Johnny. Bis dann.